Willkommen, liebe Zuschauer. Wieder einmal wollen wir gemeinsam durch die Zeit reisen. Unsere heutige Geschichte beginnt in den 50er Jahren, ist also noch gar nicht allzu alt. Und das Haus hier hinter mir, mitten im Rostocker Stadthafen, hat dabei eine ganz besondere Bedeutung. Denn hier war der erste Firmensitz der dann später einmal deutschlandweit größten Reederei. Wir erzählen Ihnen die Geschichte der deutschen Seereederei. Der Zweite Weltkrieg war vorbei und die Ostsee glich an der sowjetisch besetzten deutschen Küste eher einem Schiffsfriedhof. Es gab praktisch keine Seefahrt mehr. Die wenigen bei Kriegsende in den Häfen verbliebenen Schiffe wurden nach der Besetzung der Stadt Rostock durch die Rote Armee beschlagnahmt und als Kriegsbeute abgefahren. Durch Befehl der Sowjets im April 1946 wurde die Tätigkeit in den Häfen Wismar, Rostock und Warnemünde wieder aufgenommen. Die 1947 gegründete Deutra übernimmt sämtliche Funktionen an der Küste. Ihr folgte im Oktober 1949 die in Berlin gegründete DSU, die Deutsche Schifffahrts- und Umschlagzentrale, mit dem Ziel der Wiederherstellung der Binnenschifffahrt. Nach Währungsreform und Umbildung der vier Besatzungszonen zu zwei eigenständigen Staaten auf deutschem Gebiet war es für die junge DDR überlebenswichtig, den Seehandel wieder in Schwung zu bringen. Im Laufe des Jahres 1950 gab es dazu mehrere Beschlüsse der Landesregierung Mecklenburg zum Aufbau einer volkseigenen Flotte. Doch die Ausgangslage dafür war äußerst ungünstig. Die letzte erfolgreiche Zeit für Rostocks Schifffahrt lag lange zurück. Die Zeit um das Jahr 1870 mit 378 Schiffen war der letzte Höhepunkt für die Segelschifffahrt. Anschließend wurde Rostock als Reedereistandort unbedeutend. Stralsund und Wismar waren gar bedeutungslos geworden. Lediglich ganze zwei Schiffseinheiten blieben nach dem Krieg und beide waren nicht seetauglich. Es waren dies der Dampfer Johann Ahrens, also die ehemalige Grete Kortz aus der einst großen Rostocker Kortz-Reederei mit Maschinenschaden, und die Fortschritt, ein beschädigter Seeleichter, also ein Schiff ohne eigenen Antrieb. Aus der Johann Ahrens wurde in Stralsund der reparierte Dampfer Vorwärts, der im Oktober 1950 als erstes Handelsschiff der DDR durch die bereits genannte Binnenschifffahrtsreederei DSU in Dienst gestellt wurde. Mit einer neuen Besatzung zusammengestellt wurde dieses Schiff zum Ahnherr der DDR-Handelsflotte. Das Kommando auf der Vorwärts übernahm Kapitän Willi Beikirch. Am 1. Juli 1952 wurde die Deutsche Seereederei Rostock, die DSR, gegründet. Die Vorwärts wurde nach über 100 Ladungsreisen im April 1954 wegen Reparaturunwürdigkeit außer Dienst gestellt. Das Schiff ging als Pionierschiff an die Jugend der Stadt Rostock zur maritimen Freizeitgestaltung. Doch in jenem Jahr 1954 war die DSR dann sogar für einige Monate ohne Schiff. Erst im Oktober übernahm sie ihren ersten Neubau. Aus der Kolumna-Serie der Neptunwerft stammte das Dampfschiff Rostock. Einen Monat später folgte das Schwesternschiff Wismar. Untergebracht war die Reederei in einem alten Lagerschuppen am Hafen. Geführt wurde der Betrieb zu jener Zeit von Wilhelm Knapp. In einer einmaligen Aktion trickste er damals die Obrigkeit aus. Die neue lange Straße wurde gebaut und das ehemalige Gebäude des Wasserstraßenamtes stand leer. In einem Blitzumzug zog er mit der Reederei dort ein. Er und der damalige Rostocker Chefarchitekt Joachim Nether sorgten dafür, dass das Haus der Schifffahrt gebaut und 1962 an die DSR übergeben wurde. Mitte der 50er Jahre hatten Partei und Regierung ein großes Flottenbauprogramm beschlossen. Die Werften arbeiteten mittlerweile auf Hochtouren. In den Jahren 1955 bis 1964 machte die DSR ihre bedeutendste Entwicklung durch. Bis dahin wuchs die Anzahl der Schiffe auf 111. Knapp die Hälfte davon stammte aus DDR-Werften. Zunächst waren es Küstenmotorschiffe und im Juni 1957 konnte die Warnow-Werft Warnemünde den ersten Neubau eines 10.000-Tonnen-Schiffes für die DSR übergeben. Daraus wurde schließlich eine Serie von 12 Schiffen, darunter auch die Magdeburg, die im Oktober 1964 in der Themse kollidierte und unterging. Die alte großherzogliche Navigationsschule zu Wustrow musste zu einer modernen Seefahrtsschule umgebaut werden,
da das größte Problem die Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schiffe war. Gleichzeitig öffnete die Betriebsberufsschule. Dafür wurden 1958 zwei in Belgien gekaufte Schiffe, die Heinrich Heine und die Theodor Körner, zu Ausbildungsschiffen umgebaut. Weitere, die Fichte und die Büchner, folgten 1962 und 67. Der Unterricht fand ebenfalls an Bord statt. Im Land wurde die Steckenpferdaktion von der gleichnamigen Firma aus Dresden-Radebeul ausgelöst. Da der Außenhandel der DDR immer mehr Schiffe benötigte, verpflichteten sich Exportbetriebe, mehr Devisen zu erwirtschaften, um so mehr Schiffe unterschiedlicher Typen für die Reederei, besonders aus dem westlichen Ausland, erwerben zu können. Das erste Ankaufsschiff war 1958 die Thomas Münzer. Weitere folgten, wie zum Beispiel der Tanker Schwarzheide und die Frachter Ernst Moritz Arndt und Kap Arkona. In jener Zeit ging die DSR allmählich dazu über, Liniendienste einzurichten. Den Anfang machte man 1956 mit der Aufnahme des Liniendienstes nach Westfinnland. Rund um den Globus gab es eine Reihe von Erstanläufen von Typ-4-Schiffen. Es folgte nach und nach die Aufnahme in die Internationale Schifffahrtskonferenz. Später gab es dann auch Gemeinschaftsliniendienste mit Reedereien verschiedenster Länder. Auch das Passagierschiff Völkerfreundschaft wurde 1960 mit Geldern aus der Steckenpferdbewegung gekauft. Es war das ehemalige, bei einer Kollision stark beschädigte schwedische Passagierschiff Stockholm. Die Völkerfreundschaft stach erstmalig unter dem neuen Namen im Februar 1960 in See. Gemeinsam mit der Indienststellung des auf der Matthias-Thesen-Werft in Wismar gebauten Gasturbinen-Motor-Passagierschiffes Fritz Heckert im Mai 1961 wurde ein neues Kapitel der DDR-Seeschifffahrt aufgeschlagen. Da Mitte der 50er Jahre klar war, dass die vorhandenen Hafenkapazitäten in Wismar und Rostock nicht mehr reichten, wurde beschlossen, den Überseehafen zu bauen. Der erste Spatenstich erfolgte im Januar 1956. Offizielle Einweihung war dann im April 1960. Aus der DSR wurde nun endgültig eine Universalreederei. Die Flottenpalette wurde um Tanker, Kühlschiffe und Massengutfrachter erweitert. Die Handelsflotte wuchs weiter, da die Exporte der DDR-Volkswirtschaft stiegen. Beispielsweise lieferte die Warnow-Werft von 1962 bis 66 die neue Serie der 10.000-Tonnen-Frachter vom Typ 10. Erstes Schiff war die Edgar André. Mit der Indienststellung des ersten Stückgutfrachters MS Rostock 1967 aus der Serie der 10D-Frachter der Warnow-Werft begann die Ära der teilautomatisierten Schiffe, denn die technische Entwicklung in der Seefahrt ging rasant weiter. Die Reederei besaß nun hochmoderne Schiffe mit einer Dienstgeschwindigkeit von 18 Knoten. Die letzten Schiffe der Serie waren bereits mit einem Bugwulst versehen, liefen 19,5 Knoten und entsprachen somit dem allgemeinen Stand des Weltschiffbaus. 1971 wurde dann der Schnellfrachter Karl Marx mit einer Maximalgeschwindigkeit von 22 Knoten in Dienst gestellt. Damit und mit dem Schwesternschiff Friedrich Engels erreichte die schiffbautechnische Entwicklung von Stückgutfrachtern in der DSR einen letzten Höhepunkt. Das Zeitalter der Containerschifffahrt hatte Einzug gehalten und damit auch die Umstrukturierung zu einer Spezialreederei. Im Juni 1968 war der erste Containerzug aus Dresden kommend in den Überseehafen eingelaufen. Noch im November eröffnete die Reederei den Containerlinienverkehr zwischen Rostock und England. Die Radeberg befuhr mit als erstes Schiff diese Route. Der Ro-Ro-Verkehr hatte sich inzwischen in der DSR einen festen Platz geschaffen. Zunächst auch mit Ankaufsschiffen, später mit Schiffen aus den Werften des Landes. 1974 kommt es zur Bildung des Kombinates Seeverkehr und Hafenwirtschaft Deutfracht Seereederei. Die Verwaltung befindet sich nun unmittelbar am Überseehafen. 1977 waren im Register der Staatsreederei 203 Schiffe notiert. In dieser Zeit unterhielt der Betrieb 28 Liniendienste. Das war für Europa das umfassendste Liniennetz. Frachter der DSR liefen in diesen Jahren Häfen in mehr als 100 Ländern an.
Es kam das Jahr 1989 mit dem Aufbegehren der Bevölkerung in der DDR. Wie bei allen Kombinatsbetrieben, so wurde auch aus der DSR 1990 eine GmbH mit einer neuen Geschäftsleitung. Diese DSR GmbH ging per Kaufvertrag 1993 von der Treuhand an die neuen Eigner, die beiden Hamburger Geschäftsleute Horst Rahr und Nikolaus Schüß. Trotz vieler moderner Schiffe war der Betrieb nicht konkurrenzfähig. Dieser wurde umstrukturiert und begann sich auf mehreren Geschäftsfeldern zu betätigen. Dazu gehörte der Ausbau des Touristikbetriebes auf See und an Land. Aus diesem damals großen Unternehmen DSR sind zum Beispiel als mittlerweile selbstständige Firmen die Reederei Leis und auch die Reederei AIDA Cruises hervorgegangen. Eine Reederei im herkömmlichen Sinne ist die DSR nicht mehr. Der Name DSR steht aber weiter für ein sehr erfolgreiches, mitten in Rostock beheimatetes Unternehmen, welches ca. 2000 Mitarbeiter hat. Der Kreis Schleswig. Wieder sind wir im Hafen gelandet. Allerdings sieht dieser ein wenig anders aus als in den ganzen Bildern, die wir im Film hatten. Wir wollen natürlich wissen, wie es heute mit der Deutschen Seereederei aussieht. Wir haben einen Gesprächspartner an unserer Seite, den Geschäftsführer der heutigen DSR, Herrn Arno Pöker. Guten Tag und Dankeschön. Guten Tag. Herr Pöker, das Letzte, was wir im Film gehört haben, war ein erfolgreiches Unternehmen. Worauf begründet sich dieser Erfolg? Na, es gibt natürlich mal zwei oder drei mehrere Ursachen. Als erstes würde ich nennen die Menschen. Die Menschen, die für uns arbeiten, die sich engagieren. Menschen aus der Region, Menschen auch aus anderen Teilen Deutschlands, die zusammengeführt werden in einem Team. Das ist ganz, ganz wichtig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, Qualifizierte, sie zu motivieren und einzusetzen in einem Team. Die zweite Säule ist der Unternehmer, Horst Rahr selber. Unser Unternehmer, der uns auch immer wieder nach vorne treibt, der sich engagiert für das Unternehmen, für den Standort und uns immer auch wieder Innovationen abverlangt, immer wieder neues Denken abverlangt. Und das Dritte, das ist unsere Tradition. Wir stehen zum Standort Rostock, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir entstanden sind, wie wir uns mal auf den Weg gemacht haben und wir wissen, wie wir die Zukunft angehen wollen. Darf ich gleich die nächste Frage hinterher schicken? Und zwar DSR heute ist ja anders als DSR, was wir im Film erlebt haben. Welches sind denn heute die Felder, auf denen sich die heutige DSR bewegt? Im Wesentlichen steht das Unternehmen auf zwei Säulen. Das eine ist das Tourismusgeschäft. Wir betreiben touristische Ressorts unter den starken Namen Arosa und unter dem neuen Namen Aya. Dort vermarkten wir im Tourismus diese Marken deutschlandweit, im Wesentlichen für den deutschen Markt. Auch in Österreich sind wir aktiv. Und die andere Säule ist die Immobilienentwicklung. Wir entwickeln Immobilien für unsere eigene Gruppe, so zum Beispiel das neue Jahrhotel hier in Warnemünde oder vor zwei Jahren ein touristisches Ressort, Arosa Ressort auf Sylt. Aber wir vermarkten auch Immobilien für andere Kunden. Großes Verwaltungsgebäude für die Deutsche Bahn in Hamburg zum Beispiel, Mietwohnungen in Hamburg, in Köln und in Berlin. Ja, wie man sieht, Sie haben viel zu tun. Für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg und für Rostock damit. Schönen Dank für heute. Liebe Zuschauer, bei uns geht es auch im Thema Wirtschaft weiter. In der nächsten Folge in einem Monat, Sie sind herzlich eingeladen, wenden wir uns zu der Wirtschaft im Raum Rostock in der Zeit der Gründerzeit. Bleiben Sie neugierig. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.